Mit einem sportlichen Gruß begrüße ich Sie zu dieser Zeitreise, liebe Zuschauer, denn wir befinden uns mitten im Rostocker Sportforum und dieses gelegen am Barnsdorfer Wald. Und der Barnsdorfer Wald, der hat eine große Bedeutung, wenn ich Ihnen die Geschichte des Sportes heute erzählen will. Denn hier in diesen Barnsdorfer Anlagen fanden die frühen Rostocker Sportvereine ihre ersten Wettkampfstätten. Und ein Stückchen weiter, da wird das Gelände zur Zeit vom FC Hansa genutzt. Da wurde in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts der größte Rostocker Sportplatz gebaut, der Arbeitersportplatz. Aber um die Geschichte des Sportes richtig zu verstehen, da müssen wir mindestens noch einmal 100 Jahre weiter zurückgehen. Die Geschichte des Sportes. Es war die Zeit der Aufklärung. Die Gedanken zum Beispiel von Voltaire und Leibniz bestimmten immer mehr das Handeln des aufstrebenden Bürgertums. Auch Friedrich Ludwig Jahn gehörte zu den Verfechtern der neuen Ideen jener Zeit. Ob der als Turnvater Jahn in die Geschichte eingegangene wohl ahnen konnte, was aus seiner Idee werden sollte, als er 1811 in Berlin den ersten deutschen Turnplatz eröffnete? Der Erwerb einer Mitgliedsmarke erlaubte den Zugang zum Platz zur Benutzung aller Geräte. Er löste eine Lawine aus. In Deutschland, welches zu jener Zeit napoleonisch besetzt war, gründeten sich patriotisch ausgerichtete Turnvereine. Dies war zu jener Zeit der Oberbegriff für all das, was man heute unter Sport versteht. Diese Vereine waren zunächst für jedermann offen. Der von 1814 im mecklenburgischen Friedland war der allererste. Erste Sportvereinsgründungen im heutigen Sinne folgten in ganz Deutschland in verschiedensten Sportarten, wie zum Beispiel Rudern, Radfahren, Schwimmen, Tennis, Wandern oder Kegeln. Im Jahr des Erscheinens des Kommunistischen Manifestes 1848 wurde auf dem ersten deutschen Turntag in Hanau der bürgerlich orientierte DTB, der Deutsche Turnerbund, gegründet. Den ersten Arbeiterturnverein gab es dann 2 Jahre später in Leipzig. Großen Zulauf hatte die Turnveranstaltung 1860 in der Berliner Hasenheide. Im gleichen Jahr wurde das erste deutsche Turnfest in Coburg ausgetragen. Das dritte dann 3 Jahre später in Leipzig. Weltanschauliche Gegensätze trennten bereits beide Turnlager. Die im Kaiserreich 1868 von den bürgerlichen Sportvereinen gegründete Deutsche Turnerschaft, DT, konnte diese kurzzeitig noch einmal überbrücken. Bismarcks Sozialistengesetz galt in den Jahren von 1878 bis 1890 in Deutschland. Es verbot neben der Sozialistischen Arbeiterpartei und den Gewerkschaften auch sportliche Betätigung der Arbeiter. Erst mit dem Fall dieses Gesetzes 1890 und der Reichstagswahl 1893 konnten von der Arbeiterschaft wieder Arbeitersportvereine und deren Dachverbände gegründet werden. Der erste neue Arbeiterturnverein gründete sich 1891 in Leipzig. 1893 kam es dann in Gera zur Gründung des Arbeiterturnbundes. Weitere Dachverbände folgten, wie zum Beispiel 1896 für Radfahren, der Arbeiter-Radfahrerbund Solidarität. Die ersten Frauensportriegen innerhalb der Arbeiterturnbewegung entstanden 1895-96. Die deutsche Sportbewegung war zu jener Zeit gleich mehrfach geteilt. Es gab nicht nur die bürgerlichen und die proletarischen Sportvereine, sondern noch eine Reihe weiterer, wie zum Beispiel die jüdischen, hier der Deutsche Maccabi-Kreis und auch die kirchlichen unter der Führung des CVJM. Was passierte nun in unserer Region? Die Schützenvereine gehörten zu den frühen Vereinen, die sich neu aufstellten. Einer der ersten Schützenvereine hatte 1839 einen Schießplatz im Rostocker Barnsdorfer Wald. Sein Domizil befand sich genau in jenem Hause, das später einmal die Trotzenburg werden sollte und Ende des 19. Jahrhunderts noch separat ein Schützenhaus aufwies. Ich bin ein freier Wild. 1848 folgte in der Stadt die Gründung der Schützengesellschaft Concordia.
Der älteste Sportverband Deutschlands, der Deutsche Schützenbund, wurde 1861 in Gotha gegründet. Ein Jahr später fand ein großes Schützentreffen in Frankfurt statt. Den Mecklenburgischen Schützenbund gibt es seit 1865. Ein neuer Schießstand, zunächst für Polizei und Militär mit mehreren Bahnen und eigener Getränkeversorgung, wurde dann Anfang der 1890er Jahre im Barnsdorfer Wald in der Nähe der Trotzenburg eingeweiht. Ab 1897 wurde diese auch von Rostocker Schützenvereinen genutzt. Auch der Pferdesport hatte Tradition und großen Zulauf. Die Gründung des Rostocker Rennvereins erfolgte 1899. Ein Jahr später, also 1900, fand das erste Pferderennen auf der alten Rennbahn statt. Diese lag am Nordende des Barnsdorfer Waldes. Sie wurde auch für Großveranstaltungen genutzt. Eine neue Rennbahn, die am Tannenweg errichtet wurde, konnte 1936 eingeweiht werden. Das alte Gelände wurde von den Nationalsozialisten zum Errichten ihres Aufmarschgeländes beansprucht. Die neue Rennbahn wurde später, in den frühen 60er Jahren, zum Speedway-Stadion umfunktioniert. Übrigens, gleich nebenan befand sich seit 1932 auch für den Rostocker Golfclub der entsprechende Wettkampfplatz. Noch viel früher begeisterte man sich auch in Rostock für den Radsport, der in allen Schichten der Bürger immer beliebter wurde. Die Gründung mehrerer Vereine spricht dafür. So entstanden der Rostocker Radfahrerverein und der Radfahrerclub Hansa, beide 1888. Sie gehörten dem bereits 1884 in Leipzig gegründeten Deutschen Radfahrerbund an, der unter anderem auch Langstreckenrennen durchführte und die unter seinen Mitgliedern heiß begehrte Leistungsmedaille auch an Rostocker Sportler vergab. Bereits 1895 gab es am Hopfenmarkt das erste Spezialgeschäft für Fahrräder und ab 1897 beim Balllokal Bellevue, welches ab 1914 dann die Wilhelmsburg wurde, die erste Radbahn. Kegeln war als Massenvergnügen seit Ewigkeiten beliebt. Der erste Nachweis stammt dafür aus dem Jahre 1797, und zwar immer im Zusammenhang mit Gastwirtschaften, so wie es auch 1847 zum Beispiel in Gehlsdorf im Gasthof zur Fähre oder aber in der Reintke-Gaststätte am Steintor bekannt ist. 1898 gab es unter anderem auch ein großes Extrapreiskegeln im Restaurant Wartburg. Dieses Restaurant befand sich an der Saator Chaussee neben dem Straßenbahndepot Fahnenstraße. Aber auch im Ausflugslokal Kaiserpavillon am Barnsdorfer Weg und in der Kröpeliner Torvorstadt rollten die Kugeln. Der sportliche Charakter in Rostock aber begann erst mit der Gründung des Zentralverbandes Deutscher Kegler 1884, der sich dann im Jahre 1889 umbenennt in den Deutschen Keglerbund. Der erste Rostocker Kegelclub hieß Eiche und gründete sich 1898. Der Club Greif folgte 1908. Die erste Rostocker Meisterschaft kegelte man erst 1921 in der Wilhelmsburg aus. Eine moderne und allen internationalen Ansprüchen genügende Kegelbahn eröffnete feierlich 1926 im Sportpalast der Gastronomiefamilie Hagemeister am Rande des Barnsdorfer Waldes. Den Ehrenpreis stiftete die Rostocker Brauerei Mahn und Olerich. Es war die größte und schönste in ganz Mecklenburg und Pommern. Im gleichen Haus fanden übrigens auch immer wieder Ringveranstaltungen statt. Aber auch Turnen, Wandern, dies im Verband Deutscher Gebirgs- und Wandervereine gegründet 1883 und im Winter sogar Eislaufsport hatten bereits viele Anhänger in der Stadt an der Warnung. Der Tennissport wurde bereits seit 1891 in den Barnsdorfer Anlagen vom Lawn Tennis Club betrieben. Dieser gehörte dann auch ab 1902 dem im selben Jahr gegründeten gleichnamigen Deutschen Tennisdachverband an. Ganze Familien angesehener Rostocker Bürger spielten hier.
1908 fasste man den Beschluss zum Bau eines Clubhauses. Aber es war auch die sportliche Heimat einer Legende. Friedrich Wilhelm, genannt Fieten Rahe. Er war nicht nur im Tennis überragend, sondern gehörte auch mit zu den besten deutschen Hockeyspielern. In beiden Disziplinen nahm er an den Olympischen Spielen 1908 in London teil. 1911 wurde er deutscher Meister im Tennis-Einzel der Herren, spielte dann 1913 im Tennis-Mekka in Wimbledon im Doppelfinale. 1927 spielte er für die deutsche Davis-Cup-Mannschaft. Fieten Rahe war auch 1913 Mitbegründer des Rostocker Hockeyclubs. Seine beiden Vereine verschmolzen dann 1922 zum Rostocker Tennis- und Hockeyclub. Ab 1925 wurden die Hockeyspiele auch an der Trotzenburg ausgetragen, auf dem neuen Hockeyplatz. Aber nicht nur in Barnsdorf wurde Tennis gespielt. Eine weitere große Anlage befand sich bis zum Ende der 60er Jahre in Rostocks Zentrum, auf dem alten Vögenteichplatz. Und durch den Umbau einer Werkshalle der Dolgenschen Maschinenfabrik besaß Rostock ab 1925 eine der modernsten und größten Tennishallen in ganz Deutschland. Im altehrwürdigen Gymnasium am Rosengarten, der bekannten großen Stadtschule, wurde im Jahre 1895 der erste Fußballverein der Stadt, der Rostocker FC, gegründet. Damit ist dieser Verein auch der älteste in Mecklenburg. Ein zweiter Verein war der 1899 gegründete internationale Fußballclub Rostock, der IFC. Weitere Vereine folgten. 1900 gab es in Mecklenburg bereits 25 davon. Der IFC nutzte einen Platz gegenüber der alten Rennbahn. Auch im entstehenden Brinkmannsdorf in den 20er Jahren gab es in der Nähe des Schweizerhauses im Stadtpark einen Fußballplatz. Der RFC aber bestimmte über viele Jahre das Niveau des Fußballsports in ganz Norddeutschland mit. Auf der Sportanlage am Dammerower Weg ist er noch heute zu finden. Doch nun aufs Wasser. Natürlich wurde fast überall, wo sich Wasser befindet, schon seit Ewigkeiten gerudert. Auch auf der Warnow war dies nicht anders. Doch der erste Rostocker Ruderclub wurde erst 1895 gegründet. Die Begeisterung für das Wettkampfrudern nahm schnell zu. Mindestens seit 1896 gab es auf der Warnow ein Langstreckenrudern bis nach Ollendorf, welches schon ein beliebter Ausflugsort für die Städter war, und zurück. Noch viele Jahre gab es diesen Wettkampf. Zunächst lagerte man die Boote des Vereins in der Ludewigwerft, bevor man drei Jahre später das erste eigene Domizil vor dem Petritor beziehen konnte. Mit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde auch in Rostock Schwimmen immer beliebter. Der erste Verein hierfür war der Schwimmclub Rostock und Männerturn- und Sportverein von 1860. Ein weiterer Verein wurde dann 1896 gegründet und nannte sich Egier. Geschwommen wurde in den verschiedensten Badeanstalten an der Warnow. Die Egeschwimmer zum Beispiel auch in der Fritschen Badeanstalt. Die Badeanstalt Flussbad war für viele der Mittelpunkt des Schwimmsports. Auf Wunsch der Sportler wurde im Jahre 1923 im Flussbad ein Sprungturm und eine 100 Meter Schwimmstrecke mit mehreren Bahnen angelegt. Auch das Sportsegeln wurde immer populärer. Der erste Segelverein der Hansestadt Rostock war der Rostocker Segelclub Greif, gegründet 1884. Mitbegründer waren Schiffbaumeister Ludewig und Zeitungsverleger Bold. Der Verein war zunächst im Christinenhafen beheimatet. Zwei Jahre später gab es bereits die erste Regatta auf dem Breitling. Ein Jahr darauf die erste Seeregatta vor Warnemünde. Weitere folgten jährlich. Einer der ersten Sieger war damals der legendäre Lotsenkapitän Stefan Janssen. Diese Regatta war der Anfang für die spätere Warnemünder Woche ab 1926. 1899
benannte man den Verein in den Mecklenburgischen Yachtclub um. Bereits 1903 wurde diesem Club das heutige Vereinsgelände am Gehlsdorfer Ufer übergeben und die Mitglieder erbauten das Clubhaus im Jugendstil. 1903 und 1904 nahm auch Kaiser Wilhelm II. Mit seiner Yacht Meteor an den Regatten teil. Der Rostocker Yachtclub wurde 1905 im Rostocker Hof gegründet. Auch er hatte seinen ersten Liegeplatz unmittelbar neben dem Christinenhafen bei der Schnickmannsbrücke. 1919 zog der Verein dann in das Gehlsdorfer Ufer um, dort, wo vorher die Hutsche Badeanstalt war. Das Vereinsheim wurde Anfang der 20er Jahre errichtet. 1919 folgte dann noch der von Studenten gegründete Akademische Seglerverein zu Rostock. Und ein weiterer Verein muss genannt werden, der sein Zuhause mit Steg und Clubhaus am Kapuzenhof hatte. Es war dies der 1925 gegründete Ruder- und Segelclub Möwe, der Verein der Arbeitersportler. Wie wir bereits wissen, und so war es auch in Rostock, begann die Gründung dieser Vereine der verschiedensten Sportarten am Ende des 19. Jahrhunderts. Verbindende Glieder zwischen diesen Vereinen waren die Arbeiterturnzeitung und die Arbeiter Illustrierte. Das 1922 veranstaltete Bundesfest des ATSB in Leipzig stellte einen ersten Höhepunkt in der Geschichte der Arbeitersportbewegung dar. Es wurde ebenso ein großer Erfolg wie die 1925 durchgeführte erste Arbeiterolympiade in Frankfurt mit Startern aus vielen Nationen. Aber es kam zur Spaltung der Arbeitersportbewegung, denn beide große Arbeiterparteien, die SPD und die KPD, beanspruchten jeweils im Sport die führende Rolle. Die kommunistischen Mitglieder gründeten 1930 die Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit und beteiligten sich an den Spartakiaden, wie zum Beispiel 1928 in Moskau. Eine weitere sollte 1931 in Berlin stattfinden, die aber verboten wurde. Diese Kampfgemeinschaft wurde aus dem ATSB ausgeschlossen. In der Zeit der Weimarer Republik entstanden auch in Rostock große Sportanlagen, wie am Damrower Weg 1930, in der Hans-Sachs-Allee, wo der 1923 gegründete Rostocker Arbeiter-Ballspielvereinshause war, und natürlich das Arbeiterstadion in der Gartenstadt. Unter den freiwilligen Bauhelfern war auch der Rostocker Arbeitersportler Rudolf Mokri, der ab 1930 Vorsitzender des Hamburger Arbeitersportvereins Fichte und 1944 im KZ Sachsenhausen ermordet wurde. Ein Gedenkstein in den Barnsdorfer Anlagen erinnert an ihn. Gebaut wurde das Arbeiterstadion vom Rostocker Arbeitersportkartell ab 1924 in der Barnsdorfer Sandkuhle. Eingeweiht wurde es 1928 auch mit einem großen Umzug der hiesigen Arbeitersportvereine in Rostock-Straßen. Schnell wurde es zur größten Sportstätte der Stadt und bot einer Vielzahl von Arbeitersportvereinen die Möglichkeit der sportlichen Betätigung. Rostock war das Landeszentrum der Arbeitersportbewegung für beide Flügel. Hier fanden zum Beispiel auch 1930 und 31 internationale Sportfeste statt. Nach dem Verbot des Arbeitersports 1933 wurde das Arbeiterstadion durch die SA beschlagnahmt. Seitdem trägt es bis heute den Namen Volksstadion. Noch einmal sollte ein Rostocker an den Olympischen Spielen teilnehmen. Es war 1936 der Hockeyspieler Detlef Tilly Okrent vom Rostocker THC. Dieser kehrte mit einer Silbermedaille zurück. Nach den Olympischen Spielen kam das von den Nazis verordnete Gleichschaltungsgesetz zur Wirkung und das Sporttreiben war nur noch ihrer treuen Gefolgschaft möglich. Der Zweite Weltkrieg stand bevor. Und auch zum Abschluss der Sendung sind wir wieder im Sportforum von Rostock und neben mir ist Andreas Röhl, das ist der Geschäftsführer des Stadtsportbundes. Andreas, erstmal guten Tag. Ja, schönen guten Tag. Und gleich die vielleicht interessierende Frage für alle. Wie es damals war, haben wir ja rausgekriegt. Aber womit punktet denn heute der Sport in Rostock?
Ja, natürlich mit seiner Vielzahl an Sportvereinen, die in Rostock jetzt existent sind. Insgesamt haben wir jetzt zurzeit 201 Sportvereine, sind wir stolz. Erstmals über 200 Sportvereine seit diesem Jahr. Und natürlich auch mit der Vielzahl von Sportangeboten, die wir hier in Rostock letztendlich darbieten oder unsere Vereine darbieten. Und man kann durchaus stolz darauf sein und auch sagen, dass jeder Vierte in Rostock, der hier lebt, Sport macht in irgendeinem Sportverein. Da machen wir doch gleich mal die Rechnung auf. Wie viele Mitglieder hat denn der Stadtsportbund? Ja, sind wir stolz drauf. Über 51.000 sind es jetzt aktuell, 51.338, um genau zu sein. Das ist also die aktuelle Zahl. Dann stimmt die Rechnung. Dann stimmt es, genau so ist es. Genau. Lass mich weiter fragen, worauf ihr stolz seid, habt ihr schon öffentlich gemacht, du eben auch nochmal, aber gibt es das eine oder andere, was eigentlich das Einmalige ist, worauf man sagt, das gibt es nur in Rostock im Sport? Na, ich denke mal, also neben dem Organisationsgrad, der für Rostock sicherlich sehr bezeichnend ist im Vergleich jetzt zu anderen Strukturen hier in Mecklenburg-Vorpommern, ist es sicherlich auch die Angebotsvielfalt. Ne? Das liegt sicherlich dann auch an den Möglichkeiten des Sporttreibens, angefangen vom Wassersport, Ballsportarten bis hin zu ganz eigenen Sportausprägungen, die es bei uns dann auch gibt, Bouncen zum Beispiel. Was ist das? Ja, das ist eigentlich durch den Samuel Koch so ein bisschen negativ besetzt, sage ich einfach mal, durch die Sendung damals, ja. Wetten, dass. Das ist also dieser Sport auf diesen Sprungfedern. Das ist eben halt auch in Rostock existent, neben den klassischen Sportarten. Aber unsere, ich denke mal, unsere Sportvielfalt spricht für sich und dass wir sicherlich dann auch verschiedenste Sportarten haben in den Ligen. Ne? Erste Liga, zweite Liga, wir haben ja auch da ein bisschen was zu bieten, ja. Ja, ein stolzer Geschäftsführer. Trotzdem sei die Frage gestattet, wo klemmt es denn derzeit noch? Wo könnte es noch ein bisschen besser werden? Hängt eigentlich auch mit unserem Organisationsgrad zusammen, denn die Möglichkeiten des Sporttreibens werden langsam eng. Das heißt, gerade so im Bereich der Wassersportarten, Hallenbad Neptun, die Sporthalle in Gelsdorf, das sind also unsere einzigen Wassersportstätten, die wir jetzt für den Schwimmsport haben. Und da wird es schon langsam sehr, sehr eng, auch was die anderen Sportflächen hier in Rostock anbelangt. Wir haben also in den Kernzeiten, wo der Vereinssport auch aktiv ist, stellenweise eine Ausnutzung von über 90%. Das heißt also, es wird wirklich sehr, sehr knapp mit neuen Sportangeboten dann also auch in den Sportstätten noch zu punkten. Ne? Das heißt also, es fehlt an Möglichkeiten. Aber trotzdem immer noch die Ansage, wer Sport treiben will in einem Verein, ist immer noch willkommen. Auf alle Fälle. Und die Vereine sind da auch ganz rege und werben. Und sie sind da auch sehr erfinderisch und sehr einfallsreich. Das heißt also, sie finden immer noch mal wieder ein paar Möglichkeiten, wo sie Sport treiben. Auch außerhalb von Sportstätten, Lauftreffs, Sportabzeichentreffs. Das sind so eine Dinge, die zurzeit eben auch boomen. Und dazu brauchen wir nicht unbedingt eine Sporthalle. Ein stolzer Geschäftsführer. Letzte Frage. Das Jahr hat ja eigentlich gerade erst angefangen. Wie sieht es aus? Höhepunkte des Jahres in Sachen Sport in Rostock? Ja, es gibt wieder viele Veranstaltungshöhepunkte. Ne? Dieses Wochenende, 62. Internationaler Springertag, wird stattfinden. Ansonsten denke ich mal, Ostseepokal, der 15. Ostseepokal der Jugend in der Leichtathletik wird dieses Jahr im Mai eine bedeutende Sache sein. Und 80. Warnemünde der Woche mit den verschiedensten Segelveranstaltungen, denke ich mal, ist dann auch eine tolle Geschichte in diesem Jahr. Gut, und was die Kollegen dort im Hintergrund betrifft, da drücken wir auch erstmal kräftig die Daumen. Mehr wollen wir dazu nicht sagen. Dankeschön für die Informationen, Dankeschön für Ihr Interesse, liebe Zuschauer. Nächsten Monat treffen wir uns natürlich wieder auf einem ganz anderen Terrain. Und zwar, es geht um einen ganz tollen mecklenburgischen Dichter. Fritz Reuter liegt auf der Hand, aber nicht als Dichter. Der hat auch noch was ganz anderes gemacht. Mehr wird noch nicht verraten. Sie bleiben neugierig und ich sage Dankeschön. Gerne.